Willkommen zurück zu einem neuen Video. Es gab jetzt längere Zeit nichts mehr, weil ich einfach nicht die Zeit dazu hatte. Es gab andere Sachen. Und ja, jetzt habe ich eigentlich genug Zeit, denn wir haben schließlich schon nach Weihnachten. Und ja, es ist ja wie gesagt so gut wie jeder zu Hause mittlerweile. Schulen sind alles zu und ja, das ist halt alles etwas blöder. Aber egal. So, oh, da ist ein Schaf. Stirb. So. Wir töten jetzt hier mal ein paar Schafe. Und zwar habe ich hier schon ganz viele Items. Denn hier befinde ich mich, wie ihr schon sehen könnt, auf einem Server. Hier steht Verbindung trennen. F3 steht Minecraft 1.14, 1.16.4. Ah ja, interessant. So, wir sehen jetzt hier, da hinten ist ein Wald. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin. Ich habe hier ein paar Texture Packs, ihr seht es auf der Seite schon. Da stehen ein paar Spielernamen, nicht irritieren. Die sind ebenfalls auf dem Server. Ein Spieler könnte bald, also zwei haben von denen haben was mit mir gemeinsam. Zwar der andere Grüne, mit dem kam öfters mal COD Mobile. Oder ein, zweimal, glaube ich nur. Das wird auch bald wieder kommen, wenn ich denn die Zeit dazu habe und die Lust. Och, das ist mir so ein großer Baum. Den Baum baue ich jetzt wieder hin. Der ist aber noch nicht auf dem Server gewesen. Und. Warte. Was zum. Und die. Der rote Spieler. Die rote Spielerin. Mit der wird noch was kommen. Aber das ist aktuell noch in Planung. Beziehungsweise haben wir das vorzeitig abgebrochen. Oh, jetzt habe ich den Baum abgebaut. Warum fälle ich hier überhaupt Holz? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier haben wir jetzt. Tigerbäume. Oh, da ist eine Laterne. Und noch eine. Und. Was zum Teufel ist das für ein Baum? Den sehe ich jetzt zum ersten Mal. Lol. Und nächste Frage. Da ist ein Beacon. Da ist ein Beacon. Falls ihr schon gesehen habt, ich habe hier einen Zelda, ein Zelda Texture Pack und ein natürlicheres Texture Pack. Mir gefällt es eigentlich voll gut. Deswegen heißt es ja auch Master Schwert und Heiliger Schild. Ich habe außerdem den Just Enough Items mir geholt und Optifine. Deswegen sieht das Gras hier auch ein bisschen so seltsam aus. Das finde ich eigentlich voll geil. Sieht zwar an manchen Stellen ein bisschen weird aus. Und wir haben hier Sabaka. Ich weiß nicht, wer von euch Sabaka kennt. Kam er in dieser vor? Doch, ich glaube schon. Er kam in dieser vor. Oh, da ist eine Mauer. Spaß, Leute. Natürlich kenne ich die Mauer. Ich habe sie schließlich selber gebaut. Und zwar sind wir hier in meiner eigenen Stadt und im eigenen Königreich. Och, Sabaka. Einmal reicht. Wir haben hier. Zentrum Netherportal. Ja, hier ist es ein Netherportal, relativ unspektakulär. Und meine ganzen Tiere, Schweine, Schafe, Pferde, Kühe, Schafe und Hühner habe ich auch, aber nicht hier. Hier hinten habe ich die Hühner. Hier habe ich die Hühner. Hier hatte ich mal einen Zombie-Dorfbewohner, den habe ich geheilt. Und ja. Was gibt es noch so hier? Schönes. Hier ist mein Zugtunnel. Und hier ist mein Haus. Hier ist ein Lama. Hier ist der magische Tempel. Genau, hier geht es zu den anderen zwei Spielern und zu meinem Bahnhof. Hier ist der Bahnhof. Gut, ich habe alle Namen richtig geschrieben. Hier geht es zu dem anderen Spieler nach Athen und dem Netherportal. Hier geht es zum Elditurm und Schrein. Hier ist ein Turm. Da hinten ist auch noch ein Turm. Da ist sogar noch ein weiterer Wachturm. Hier ist die Vorbereitung für den neuen Spieler. Ja. Netherite. Wir spielen auf der 1.16.4. Die aktuellste Minecraft-Version, die es aktuell gibt. Hier unten ist mein Geheimraum. Da gucken wir jetzt nicht rein. Da ist Betreten verboten. Das ist geheim. Deswegen auch Geheimraum. Hier ist dann mein Meisterwerk. Mein aktuellstes Meisterwerk habe ich heute erst gebaut. Sabaka, na doch, du gehst mit. Ich habe. Wir gehen. Was machen wir jetzt? Wir gucken uns erstmal das Haus an. Wir gucken uns das Haus an. Da, 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 da. Hier haben wir ein Bett. Eine Schalkerkiste. Werkbank. Schmiedetisch. Dann natürlich die ganzen Öffnungssysteme. Hier sind ganz viele Bruchsteinkisten. Halt, unspekt, habe ich noch irgendwo Metall? Nö. Gut. Hier ist die Steinsäge. Hier ist Squawks, mein Papagei. Und Trixie, die, das Kätzchen. Und Party.
Pixap, eigentlich voll geil, finde ich nicht mehr so schlecht. So, ja, hier ist halt mein Trash-Raum. Ich habe auch eine Glocke. Ich habe da oben auch einen Villager. Ja, ich habe einen Villager in meinem Haus. Hier ist mein Transportiersystem. Ist nicht so aktuell, aber man kann ja mal ein bisschen was auslagern an Cobblestones. Das kommt aus der Mine, aus meinem Nachbardorf. Ich habe hier ein Dorf gebaut letztens und das hat eine Mine. Die Kiste ist auch bald voll mit Cobblestone. Ich würde sagen, was machen wir jetzt als nächstes? Ich weiß es nicht. Die Zentrale und den Geheimtempel möchte ich euch lull nicht zeigen. Moin. Und zwar zeige ich euch jetzt nicht den Schrein. Nein, wir gehen nach Innsberg. Schneehausen ist noch nicht fertig, aber Innsberg ist fertig. Innsberg, Ortsteil. So, dann zeige ich euch auch dort mal gleich die Mine. Hier ist mein schöner Bambuswald. Das sind übrigens meine Schafe. Muss ich aber aufpassen, Sabaka ist ein bisschen so aggressiv auf Schafe. Und ja, ich habe Frost. Walker, hier ist nochmal das Eldin-Stadt. Königreich Eldin. Ich habe hier so mein eigenes Königreich gebaut, aufgebaut. Da hinten, das ist der Spieler, der gerade dazugekommen ist. Und ja, die hat keine Ahnung von dem, was ich gerade mache. Ist aber auch relativ egal. Was ist das für ein Schild? Achso, in Mündung der Inn in den See von Eldin. Hier ist jetzt Innsberg für 58 Blöcke. Das sind jetzt echt 58 Blöcke. Hauptstadt, Eldinstadt, genau. Jetzt geht's hier weiter. Und hier seht ihr schon das Transportiersystem. No. Kennst du nicht? Der kommt bald dazu. Oh, ein Zombie. Ein Zombie. Genau, Sabaka. Natzt du den Zombie, ich natz die Spinne. So wie gemacht. So, okay, Alter, ich kenne sie nicht mal persönlich. So, hier ist der Bahnhof von Innsberg. Da ist ein Villager. Da ist der Bagger. So, ja, Bahnhof. Halt ein Bahnhof. Jetzt haben wir hier, haben wir einen Bogenmeister. Genau, hier haben wir einen Grobschmied. Hier haben wir den Waffenschmied. Hier ist ein Zombie. Der will genatzt werden. Hier ist die Glocke und der Marktplatz. Hier war der Wandspiegler. Hier ist ein Farmer, sieht man auch. Oh, da ist ein Creeper. Oh man. So, hier ist der Turm von Innsberg. Der ist aber noch im Bau. Der Turm von Eldinstadt und der Innsberg. Hier eigentlich ist der Knopf dann hier. Und hier vor dem Command-Block ist noch ein Block, aber das ist noch nicht fertig. Das System habe ich noch nicht bei dem Turm noch nicht fertig gebaut. Die anderen Türme sind schon fertig. Aber das Turmsystem zeige ich euch wann anderen Mal. Perfekt. So. Haben wir hier das Obdachlosenheim? Ja, hier ist das Obdachlosenheim. So, und zwar ist es die Dorfstraße 8. Und hier ist die Dorfstraße 8a. Beides Obdachlosenheim. Hier ist die Panzermacher. Da schläft ein Obdachloser drin. Wo ist der Zombie? Warum gehe ich eigentlich in der Nacht in ein Dorf? Keine Ahnung. So, ein paar Karotten essen. Ziemlich gesund. Hier ist die Arena, die PvP-Arena. Oh, da ist ein Zombie drin. Die ist noch nie benutzt worden, auch wenn ich die gebaut habe. Hier ist dann das ganze PvP-System alles geregelt. Hier ist noch ein Amboss. Den habe ich vergessen, den nehme ich mit. Ich habe so viele Anvils mittlerweile, das ist der Wahnsinn. So. Da ist nochmal die Brücke, da hinten ist dann die Mine. Wir gehen jetzt aber erstmal noch zu dem Mehrfamilienhaus. Hier ist das Mehrfamilienhaus, hier sind Waffenschmiede. Und hier sind Fleischer. Nö. Habe selbst Hühner. Hühner. Genau. War das richtig geschrieben? Hier sind die ganzen Fleischer. Hier fehlt halt noch das Dach. Hier sind dann die Fleischer. Mit ihren Räucheröfen. So. Und hier unten sind halt die Waffenschmiede. Das ist alles noch ein bisschen im Bau. Ist noch nicht ganz fertig. Und hier schwebt Gras in der Luft. Da habe ich gerade einen Zombie gehört. Okay. Super. Hier ist dann das Ortsende. Hier ist dann auch der zweite Bahnübergang vom Ort. Schmeiß
sie doch weg. So, hier geht es dann eigentlich weiter. Ich zeige euch dann, warum nicht. Egal. Hier sind die ganzen Zugsysteme, die hier lang fahren. Hier fahren eigentlich nur eine S-Bahn lang. Die fährt dann hier noch weiter Richtung Schneehausen, das Ganze da hinten. Dann mach dir doch ganz, ganz viele Kuchen und schmeiß eine Kuchenparty. So, das wäre jetzt auch schon ins Berg gewesen. Also so viel ist hier jetzt nicht. Ich habe lang für gebraucht. Ich habe ein bisschen länger. Ein bisschen, eine Juchenparty. Kuchen. Oder warte, bist du noch eine Truhe voller Eier hast. So, hier geht es jetzt zur Mine, Minenanlage und Achtung, hier ist ein Bahnübergang. Den ignoriere ich gekonnt. Da war doch ein Creeper, oder? Nö. Hier ist, und dann hast du noch mehr Eier. Sabaka, wo bist denn du gerade hin? Du bleibst mal. Ey, Sabaka. Sabaka, bleib hier. So, wir gehen jetzt in meine Meisteranlage. Die Minenanlage. Und zwar haben wir hier einen altertümlichen Fahrstuhl. Der ist noch nicht so ganz perfekt. Den muss ich noch ein bisschen ausbauen. Hier geht's nach unten. Genau, ja, okay. Okay. Hatte mich schon gewundert. So, hier ist der Minenschacht. Hier ist was ganz Besonderes. Hier ist nämlich neben meinem Haus ist, ja, dieses komische Glas gewesen. Und hier schmeiße ich Items rein und die kommen dann dort an. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich schmeiße jetzt mal das hier alles weg. Alles, was ich hier nicht brauche, schmeiße ich mal weg. So, den Pickstep, alles schmeiße ich weg. So, jetzt habe ich nur noch das. Und das hier holen wir uns dann wieder, wenn wir zu Hause sind. So, jetzt habe ich hier diesen endlangen Minengang. Und da habe ich den ganzen Cobblestone. Den habe ich auch noch von was anderes. Ich habe nämlich noch was anderes gebaut. Das aber dem später. So, hier ist eine Kreuzung. Hier geht es zum Ausgang nach Eldinstadt, zum West- und Oststollen. Geradeaus geht es zum Südstollen. Hier kannst du wechseln zwischen von da nach da. Egal. So, jetzt hast du hier. Immer noch, wir sind immer noch im Zentralstollen. Oder sie finden Zentralstollen? Okay, Name. Hier geht es nach Eldinstadt und zum Weststollen. Da geht es Richtung Oststollen und Richtung Schneehausen. Das ist aber noch nicht fertig. Jetzt gehen wir mal weiter. Mal gucken, was hier noch alles ist. So. By the way, Scoreboard an der Seite gibt übrigens die Tode an. Also, wenn wir sterben sollten, kommen mehr Tode dazu. Ich habe meine übrigens wieder heute resettet. Weil ich einfach lustig bin. Nicht Spaß. Spiel wird gespeichert. Super. Genau. So. Jetzt wird es hier halt sehr langweilig. Lange Gänge. Wir sind hier aktuell auf Höhe 10. Hier müssen wir runter, weil eine gewisse Person, die gerade auf dem Server ist. Ja, hier ist mein Bedrock. Das hat von den anderen noch keiner gesehen, dass ich meine Gebiete mit Bedrock eingegrenzt habe. Hier oben ist nämlich von ihr das ein Minenschacht und deswegen musste ich meinen runtersetzen. Weil wir da schon eine Streiterei hatten. Egal, jetzt haben wir hier meine Gebietsgrenze durchbrochen. Jetzt sind wir wieder im Gebiet drin. Total unspektakulär. Ja, hier geht es halt noch zum Weststollen, der ist noch nicht fertig. Und hier geht es zum Ausgang nach Eldinstadt. Hier ist mein absolutes neuestes Highlight. Der Aufzug. Falsche Richtung. Das geht nach unten. Man sollte Schilder lesen können. Hier gehen wir jetzt rasend nach oben. Und pssst, kommen hier raus und sind schon wieder hier oben, wo wir gerade eben erst waren. Ja, und hier im Übrigen sind die ganzen Items jetzt hier angekommen. Halt, lass aber alle drin, weil das sortiere ich nicht in der Folge ein. Das mache ich immer so privat. So, ja, was gibt's? Jetzt haben wir Sabaka in Innsberg gelassen. Gell? Traurig. Darf ich deinen
Keller zeigen, Fragezeichen, Klammern, nehme gerade auf, Klammer zu. So, bei René bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie irgendwas dagegen hat. Hier ist der Eldin-Turm, aber den zeigen wir wann andermal. Hier haben wir ein paar Bilder und ein paar Fische. Fische, Fisch, Fisch. Blub, blub. Egal. Fische, total uninteressant. Ich laufe jetzt zu René, denn ich könnte mich nicht auch anders fortbewegen, aber das, ja klar. Okay. Okay. Komme gleich. So. Jetzt weiß sie auch, dass wir aufnehmen. Jetzt ist sie ganz anders. Seltsam. Egal. So. Nächster Punkt. So, jetzt haben wir hier den letzten Ausgang, den ich tatsächlich am häufigsten benutze und als erstes gebaut habe. Ich habe an jedem Ausgang übrigens dieses Eldin-Stadt. Hier kommt jetzt was, was mir nicht so sehr gefällt. Durch das Optifine ist das jetzt hier mit den Blöcken, dass das so am Rand noch ist, auf dem Nachbarblock. Und das sieht halt bei dem Weg ein bisschen scheiße aus, finde ich. Aber schreibt es mir in die Comments, wie ihr es, was ihr am besten findet. Genau, hier ist die Großkreuzung. Hier geht es zum Elytren-Turm. Hier hinten wohnt sie im Übrigen. Da steht ja drauf. Da geht es zu mir und alles, was meins ist. Und natürlich noch die PvP-Arena. Und hier geht es zum Stall am Portal und zu Sophie. Da wollen wir jetzt als erstes hin. What the fuck? Was hat die hier gebaut? Die war mal auf dem Server, scheinbar. Baut die ihr Haus ab oder warum hat die ihre Kisten draußen stehen? Keine Ahnung. So, sie hat natürlich auch ein Drachenei und einen Witherskull. Ein Leitsteinkompass? Interessant. So, wir gucken uns jetzt mal so ihre Truhen an. Mal gucken, was wir denn da so Interessantes finden werden. Und nein, Leute, ich klaue schon nichts. Stein, Holz, Zuckerrohr, ein bisschen was zu futtern. Ja, nichts Besonderes. Sie hat auch in den Fässern, hat sie ihre Ressourcen. Oh, das ist meine. Die habe ich noch nie benutzt. Ich habe nichts in der Ender Chest. So, René. Mal gucken, du wirst das bestimmt irgendwann sehen. Bam. Lustig. Eigentlich nicht. Hier haben wir. Netherziegel. Brauche ich aber nicht aktuell. So, das hier ist übrigens ein ganz normaler Block. Wir spielen hier alles auf Vanilla, also das ist nur durch das Texture Pack. Hier haben wir ihren Zauberraumbereich. Hier ist Zauberharpune und Durchschuss interessant. Ihr Bett, da klicke ich jetzt nicht drauf, sonst setze ich meinen Spawnpoint hier. Und jetzt kommen wir zu ihrem Herzstück. Den Command-Blöcken. Hier kann sie mich ärgern und kann mich in den Game Mode 2 versetzen. Tag und Nacht. Wir spielen jetzt mal Gott und machen mal Nacht und machen wieder Tag. So. Hier ist Zerstören aus und Zerstören an. Also Mob Griefing an. Ah, die sind außer Betrieb. Der ist auch außer Betrieb. Gell? Ja, die habe ich ausgestellt. Das habe ich eingestellt. Hier, das ist der Elytren-Turm. Der sieht nicht gerade so geil aus, René. Falls du das siehst, bau doch mal deinen Bootscooter hier hin. Ich wollte den Bootscooter zeigen, aber leider funktioniert das nicht. Vielleicht baue ich dann irgendwo mal ganz weit weg einen Bootscooter. So, jetzt esse ich erstmal eine Karotte. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Liebsten aller Liebsten, dem Gummibär. Und sagen ihm mal Hallo. Mal gucken, wie er sich darauf. War da nicht gerade der Turm? Stimmt, da hinten ist der Turm von Innsberg. Auch den sieht sie von hier. Naja, wobei ich glaube, sie spielt nicht auf der Junk. Ja, sie spielt nicht auf Reichweite 20 Junks. So, Sichtweite. So, hier seht ihr, wer hier der Hundeverrückte ist auf diesem Server. Das bin nämlich nicht ich. Ich bin eher der Kartoffelverrückte und Karottenverrückte. So, Binder, zeige mal die schönsten. Schönsten Sachen deines Hauses, falls du da bist. Punkt. Ich weiß, Deutsch ist meine größte Schwäche, wobei es gibt da noch ein paar andere Sachen. Wo ist Beiser? Wo ist Blitz und wo ist Beiser? Ein Hund. Standbild? Oh, das lägt ein bisschen. Wo ist Beißer und Blitz? Bist du Beißer? Wo ist Beißer? Scheinbar ist Beißer tot und Blitz ebenso. Okay, das dachte ich mir irgendwie.
So, genau, da habt ihr es gelesen. Ihre Hunde sind das Schönste. Oh. Hall. Hall. So. Ja, das Haus sieht relativ kahl aus. Warum? Keine Ahnung. Jupp. So, und zwar hier sind diese schönen, schönen Gerüstblöcke. Und ja, wenn ihr dachtet, ich habe schon viele Truhen in meinem Haus, dann seht ihr das hier. So, sie schreibt jetzt ein bisschen. Oh, hups, das wollte ich nicht. Genau, diese Bohnen sind eigentlich meine. Die sind eigentlich von mir, aber egal. Alter, ich bin zu dumm heute. Oh. Lol. Das kenne ich auch noch nicht. Ich noch nicht. Ja, gut. Überhaupt nicht, keine Tierquälerei. Nein, nein. Alles frei. Landhaltung. Alles frei Landhaltung. So. Hier kommen wir jetzt zur. Ja, nochmal. Total. Total. So, jetzt gehen wir hier runter. Ich weiß schon, was hier unten ist. Und zwar gehen wir jetzt auf die Höhe von meiner Mine. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Aufnahme schon geht. Oh. Genau, sie sagt, schreibt ein bisschen hier, dann geht's zu ihrer Mine. Und da seht ihr, sie hat eindeutig zu viel Langeweile. Definitiv. Hätte ich auch gerne, wobei Langeweile ist aktuell auch präsent. Habe mich hier schon mal verlaufen. Also, fast. Also, habe mich hier schon mal verlaufen. Also, fast. Ja gut. Ich habe hier nämlich einen ganz besonderen Gang gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Sie hat übrigens einen interessanten Skin. By the way, und eine super Internetverbindung. Hier kann man sich so denken, was da ist, keine Ahnung. Oh, ich glaube, sie schreibt irgendwas. Okay, lol. So, ich stoße. Nee, er stoße mir immer den Kopf an. Bum, 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 bum. Egal. So, ich habe eindeutig zu viel Langeweile in meinem Leben. Sie steht hier still da. Ich weiß nicht, was sie macht. Ja. Hast du meine Mine schon gesehen? Fragezeichen. Ich glaube nicht, weil sie war nicht wieder in Innsberg und bei mir war sie, glaube ich, auch nicht, weil ich. Wobei, ich war jetzt mal kurz auf dem Server, könnte sein. So, nee. Musste. Er musste die an einer Stelle tiefer bauen. Da dein Gang im Weg war. Aber egal, egal. So, naja, das ist hier riesige Mine. So Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier in der Mine. Oh Leute, hier kann man durchgehen. Nicht so schlimm. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann zeige ich das Teleportiersystem, die Zentrale und den Geheimtempel. Haut rein, Leute, und tschüssi. Ciao.